Im Zuge der Eskalationen in der Ukraine-Krise ist die Inflation mittlerweile auf fast 9% gestiegen. Strom, Gas, Treibstoff und eben auch die Lebensmittel. Viele können sich das Leben nicht mehr oder nur sehr schwer leisten. Zum Glück gibt es Einrichtungen wie Leo von der Caritas. Ich stehe heute vor einer ihrer Essensausgabestellen. Hier können Bedürftige gegen einen geringen Logistikbeitrag Essens- und Hygieneartikel abholen. Die Menschen, die da arbeiten, sind bis auf einen alles Freiwillige und die stellen sozusagen die Lebensmittel nach einer bestimmten Ordnung auf, nämlich nach einer Ordnung, wie man sie dann auch gut in den Einkaufstaschen verpacken kann. Die Leute kommen rein, sagen, wer sie sind, zeigen her das SMS, das sie bekommen haben, dass sie heute angemeldet sind und gehen dann sozusagen diesen marktartigen Verkaufsstand ab und kriegen sozusagen auf jedem Stand eine gewisse Menge. Das ist deshalb wichtig, weil wir natürlich nur pro Person eine gewisse Menge an Ware hergeben können. Und wir schauen, dass das auf heute sind 165 Pakete angemeldet, sprich 125 Haushalte, die dahinter stehen, dass da jedes Paket die gleiche Menge hat. Diese Pakete bekommen jene Bedürftigen, die einen sogenannten Leo-Ausweis haben und nach der Einkommensprüfung unter die europäische Armutsgrenze fallen. Leo ist eine Einrichtung der Caritas, heißt Lebensmittel und Orientierung. Wir geben an Armutsbetroffene gerettete und gespendete Lebensmittel ab. Und das Orientierung bedeutet, dass wir auch Sozialberatung anbieten. Das heißt, Leute, die Probleme haben, können zuerst mit einem Freiwilligen sprechen und wo es notwendig ist, dann auch mit einem Sozialarbeiter, einer Sozialarbeiterin. Jede Woche fährt Leo an 300 Adressen in Wien, um Lebensmittel, die nicht für den Verkauf bestimmt sind, abzuholen. Mitarbeiter sortieren sie dann im Lager und bringen sie dann in eine der 15 Ausgabestellen. Mittlerweile sind schon so viele von Armut betroffen, dass der Leiter von Leo Caritas erstmals einen Aufnahmestopp von Neuregistrierungen verhängen musste, weil sie sonst mit der Lebensmittelausgabe nicht nachkommen. Wenn noch mehr Menschen kommen, dann haben wir zu wenig Lebensmittel. Also uns gehen sozusagen die Lebensmittel aus. Wir brauchen ganz dringend Trockenware, Öl, Mehl, Humus und solche Dinge, also Dinge, die Leute einfach auch gerne nehmen. Und das zweite Problem ist, dass auch die Frischware, so nennen wir das, die wir aus den Handelsunternehmen bekommen, dass die auch nicht unendlich nachwächst. Das heißt, auch da gibt es einfach ein Limit. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt müssen wir einfach mal Stopp machen, bis wir geklärt haben, wie wir weit zu neuer Ware kommen. Und es gibt auch einen Aufruf, der alle einlädt, sozusagen unsere Lebensmittel zu spenden. Abgabestellen sind im Karla bei Leo im 21. Bezirk und im 3. Bezirk in der Garderobe, wo wir eine Kleiderausgabe für Ukrainerinnen haben. Dort kann man Lebensmittel abgeben und Firmen, Großspender sind herzlich willkommen, jederzeit bei uns anzurufen oder beim Caritas Fundraising und uns Waren zu geben, die vielleicht falsch etikettiert sind und sonst für den Verkauf nicht geeignet sind. Engel von Leo Caritas stellt klar, es sei ihm wichtig, niemanden abzuweisen. Sondern wir stellen nur keine neuen Ausweise aus. Das heißt, die Menschen, die einen Leo-Ausweis haben, können weiterhin kommen. Und selbst wenn jemand nicht angemeldet ist, haben wir immer ein bisschen Ware in Reserve, sodass wir niemanden ohne Ware wegschicken müssen. Seit dem Ukraine-Krieg hilft Leo Caritas auch Dutzenden Ukrainer und UkrainerInnen. Tatjana aus Kiew ist für die Unterstützung sehr dankbar. Einen großen Dank, Österreich. Sonst hätten wir natürlich nicht überlebt. Danke für die Hilfe und die finanzielle wie auch moralische Unterstützung. Sachspenden an Leo sind in Zeiten wie diesen besonders wichtig. Die Armutsbetroffenheit wächst stetig und kann jede soziale Schicht treffen. Von Einzelunternehmern bis hin zu Pensionisten und Alleinerziehenden. Mit ihren Essenspaketen ermöglicht Leo Caritas Bedürftigen das Überleben bis zur nächsten Woche. Dann brauchen sie hoffentlich die Hilfe nicht mehr.